Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Let's Talk. In dieser Folge wollte ich mich eigentlich so ein bisschen aufregen und auch meinen Frust ablassen, denn ich habe heute eine Mail bekommen von MSN, dass MSN nun letztendlich in den nächsten Tagen komplett abgeschafft wird. Das einzige Land, wo MSN noch verfügbar sein wird, ist China. Das interessiert mich aber recht wenig, denn ich bin an MSN in Europa sehr interessiert. Doch ja, MSN wird nun abgeschafft, was ich total kacke finde, denn an MSN hängen sehr, sehr viele Erinnerungen. Auch MSN, ich weiß nicht, es ist so ein innovatives Chatprogramm. Und jetzt soll statt MSN Skype da sein. Also man kann die zwei Konten zusammen irgendwie verknüpfen, aber das ist mir so wurscht, das ist mir egal, denn es ist nicht mehr das, was es mal war. Skype hat, obwohl es sehr bekannt ist, tralala, das interessiert mich auch nicht, keine Möglichkeit, zum Beispiel selbst erstellte Smileys oder halt ganz witzige Smileys einzufügen. Die Option gibt es nicht. Ich habe versucht, in verschiedenen Containern irgendwelche Smileys einzufügen. Es geht einfach nicht. Es gibt diese Container überhaupt nicht. Des Weiteren kann man die Schrift nicht verändern, was auch irgendwie ein bisschen negativ auch für die Leute ist, die eine Sehschwäche haben, denn die Buchstaben kann man nicht vergrößern. Die Schrift ist im Prinzip egal, aber die Größe, die bleibt immer nur so klein. Des Weiteren habe ich auch keine Möglichkeit noch gefunden, irgendwie das Design zu verändern. Einfach gar nichts. Also mich kotzt das wirklich richtig an. Und ich wollte jetzt im Prinzip eure Meinung jetzt noch einholen, wie ihr diese Veränderung findet, dass MSN jetzt nun abgeschafft wird und Skype irgendwie es ersetzen soll. Es ist meiner Meinung nach so eine Kackaktion von Microsoft und ich könnte mich wirklich jetzt noch stundenlang darüber aufregen. Doch ich belasse es bei diesen 2, 3 Minuten hier bei YouTube und ja, falls ihr irgendwie, ich weiß auch nicht, euch auch aufregt oder sonst irgendwas, schreibt mir eure Sorgen in die Kommentare hinein. Ich möchte einfach wissen, ob ich einfach nur die Einzige bin, die sich darüber aufregt oder nicht. Bis dahin sehen wir uns in den weiteren Videos bzw. in einem neuen Let's Talk.